Yeah, baby. Ich gebe Ihnen $20 für die Leine. Gabi! Bei Fuß, Gabi! Gabi! Ist Ihnen Ihr Hund entlaufen? Oh ja, mein kleiner Liebling, ein weißer Spaniel mit braunen Flecken. Er heißt Kirby. Dir fehlt etwas Romantik. Entschuldige bitte. Ich bin der romantischste Typ, den es auf der Welt gibt. Ach. Kirby! Warten Sie, ich gebe Ihnen meine Nummer. Ich kann erst wieder ruhig schlafen, wenn ich weiß, dass er wieder bei Ihnen ist. Haben Sie bitte einen Stift? Na sicher. Weißt du, so eine Weibergeschichten passieren mir nie. Mann, so ein unglaubliches Glück hat niemand auf der Welt, außer Marcus. Verbringen die Nacht. Oh, Christy, nein, das geht mir viel zu schnell. Hey, Moment mal, ich habe nur deshalb laufend Abenteuer, weil ich mich um die Frauen bemühe. Ich sehe doch stark aus, wie aus dem Jet-Magazine. Ich arbeite jetzt seit ungefähr 9 Tagen hier und bin meistens pünktlich gewesen, auch wenn es geregnet hat, stimmt's? Meinen Sie nicht, dass wir mal über eine Beförderung reden müssten? Wir sind Kollegen, wir reden über das Geschäft. Marcus. Ich meine ein knallhartes Geschäftsessen, bei dem gearbeitet wird und wo es nur ein Thema gibt, die Arbeit. Es gibt noch andere Dinge im Leben außer Sex. Zum Beispiel gegenseitige Achtung und Mitgefühl. Du solltest stärker auf deine feminine Seite achten. Jetzt klingst du aber wirklich wie einer von der anderen Seite, wie eine schwarze Schwuchtel, wirklich. Ich will dich beeindrucken, das weißt du. Weiß ich das, aber ich will wissen, wo das Pilzhemd her ist. Das große Geheimnis ist die Farbkoordination. Aha. Die meisten Menschen heutzutage haben kein Farbgefühl. Aha. Ich hab noch was. Ah! Hab ich schon mal einen Kerl gesehen und gedacht, der ist aber attraktiv? Frauen machen sowas. Sie sehen eine andere und sagen, oh, die ist aber süß oder die hat schöne Haare. Kerle dagegen gucken nicht anderen Kerlen hinterher und sagen, oh, der hat aber tolle Schultern oder so. So läuft das nicht. Hey, weißt du, was dein Problem ist? Dir fehlt etwas Romantik statt der ewigen Rammelei. Das merkt ihr mal. Großer Gott! Nein, Mann, ich bin ein purer Romantiker. Aber wenn ich erstmal mit einer warm geworden bin und wir in der Kiste gelandet sind, verliere ich das Interesse. Wo gehst du hin? Ich habe morgen früh eine Vorstandssitzung und muss eine Rede halten. Übrigens, danke, du warst toll. Gott, Marcus, ich war so scharf, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Aber du hast mich wirklich geschafft. Ruf mich an. Ist ein Jammer, Mann. Erst trennen sich die Fat Boys und jetzt das.